Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sons of the Forest mit Voucher und mit Nameless. Schön, dass ihr da seid. Ich grinse innerlich noch mehr, als es äußerlich zu sehen ist. Das neue Update ist jetzt bei mir hier auch mit drin. 3 Wochen hat es gedauert. Das nächste Update kommt schon in 2 Wochen, also da ist die Zeit schon mal wieder verkürzt. Was mich tierisch gefreut hat, ihr wisst ja, wie ungern ich in irgendwelchen Dateien irgendwas rumfusch, die Bäume wachsen jetzt nach. Mit einer 10%igen Chance, random, nach dem Schlafen, wachsen Bäume nach. Also ich nehme an, so 10 von 100 Bäumen, die man gefällt hat, wachsen dann mit jedem Mal Schlafen nach. Hier haben wir ja einige Baumstümpfe. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt hier bei uns verhalten wird. Denn wenn mit jedem Mal Schlafen welche nachspawnen, müsste das hier bald so ganz kleines bisschen wieder grüner werden. Das mache ich jetzt übrigens mal weg hier, das Gebilde. Und ganz klarer Fall, wir steigen heute auch damit ein. Also ich bin ja der Mann der Vorfreude, nur kann ich es jetzt auch nicht mehr aushalten. Wir holen uns heute natürlich den Holzwagen ran. Der müsste da drin irgendwo im Buch sein. Schub, ey, waren schon die ganze Zeit diese Reiter hier? Die sehe ich heute auch das erste Mal. Aber ich weiß, ich blätter immer durch und genieße dann. Und bei jedem Mal, wenn ich so ein Bild sehe, denke ich, oh, könnte man auch mal bauen. Wo ist denn der jetzt dann drin? Und es gibt ja 2 Wegen. Also der alte ist zurück. Ich glaube, der kann 8 Loks tragen. Und der neue 13 oder 12. Können wir ja nachher mal gucken. Ich baue die heute. Hier sind sie. Einmal ihmchen und einmal ihmchen. Und wenn ich es richtig weiß, leuchtet der hier sogar nachts ein bisschen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und wir verbinden das Thema. Wir verbinden das Thema. Wir fahren gleich runter zum Strand. Und dann würde ich sagen, bauen wir einmal unsere Schildkrötenbuckelbesorgungsstrecke fertig. Und dann können wir da unten den Kelvin mitnehmen, weil der kann nämlich, glaube ich, jetzt auch die Dinger befüllen. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, pass auf, ich wollte nämlich ganz kurz mal gucken. Einfach so für mich. Hier so vorne mal. Ich meine, gut, wenn jetzt hier ein Baum nachwachsen wird, würde ich sehen, ne? Aber trotzdem, einfach mal so ein paar Markierungssticks setzen auf die Stämme, auf die ich achten will. Die mache ich jetzt mal weg, nicht, dass die am Ende stören. Hier wäre so ein Wunschbaum, der nachwachsen sollte. Das hier wäre ein eindeutiger Wunschbaum. Schubdubidu. Und das wäre ein Wunschbaum. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel bei deinem Nachwachsverhalten. Da sind wir doch mal gespannt. Genau. Und der hier, das wäre natürlich ein Zauber, nimmerle, wenn der nachwachsen wird. Wir müssen dann halt mal gucken, weil wenn ich den Baum wachsen lasse, können die ja hochkrabbeln und reinhüpfen. Ich will aber ein bisschen Action jetzt nicht gleich im Vorfeld schon im Keim ersticken, weißt du? Du bist ein Stumpf. Du bist so stumpf. Mein Freund, der wäre ein Traum, wenn er nachwachsen wird. Und der wäre auch Träumler, oder? Ich glaube aber, dass das Lagerfeuer drin war, da bin ich mir nicht mehr sicher. So, ob das was bringt, weiß ich nicht. Wo ist denn mein liebstes Virginierle? Virginia, Virginia, du bist mein Herz. Digga, willst du mal mit? Geh mal auf Folgen. Geh mal auf Folgen. Der kann jetzt auch Fallen nachspannen. Also wenn dann hier wirklich mal Action wäre, kann der praktisch draußen rumlaufen und die Fallen nachspannen. Das fände ich total gut. So, warte mal, ich nehme mir noch Bröckele Fisch mit. Doch, alles noch da. Es sieht auch alles so aus, wie es war. Wir haben hier keine Pfützen. Das sind überall so Loks, weißt du? Die hebe ich mir auf für später. Deswegen schmal. Oh, hast du bei uns übernachtet? Den nehme ich mal mit, aber der ist ja auch nicht ganz so. Den nehmen wir auch mal mit. Vielleicht machen wir uns ein kleines Feuerle unten auf. Dann würde ich sagen, einmal gemeinsam runter. Brauche ich irgendwas unten? Oh ja, komm, wir gucken noch mal ganz kurz im Buch. Im Buch, nehmen wir es. Jetzt sind wir doch gespannt. Also das Zeug haben wir genug. Das können wir uns alles unten besorgen. Tücher haben wir auch. Schädel bräuchte ich. Vielleicht kann ich ja noch einen Schädel irgendwo mitnehmen. Weißt du, hast du ein Kleider nehmen wollen? Kannst du gern. Was meines ist auch dein, mein Freund. Das ist jetzt halt die Frage, ob ich dann unten direkt einen Schädel finde. Weißt du was? Ich baue diese eine Lampe mal ab. Beziehungsweise, komm, bau mal die geschwind ab. Ballern wir sie einmal hier hin. Die ist ja gleich nachgebaut. Zack, Schädelhammer. Seil bleibt liegen und wir flitzen runter. An den Strand der Chilis. Yo, Baby! Den Weg mache ich wieder weg, habe ich gesagt. Ne? Da bin ich nur noch nicht dazugekommen. Ich finde diesen natürlich angelegten Waldpfad hier schon ziemlich gut. Und die Einrahmung, die wir hier machen, entsprechend, die finde ich auch gut. So, weiter geht's. Jetzt haben wir natürlich auf unserer Strecke diese eine Engstelle. Und ich zeige es euch gleich. Ich werde das nochmal anders machen. Ja, und der Bug ist natürlich jetzt auch behoben. Ne? Für mich gar nicht schlimm. Für mich gar nicht schlimm. Die sortieren sich jetzt nur noch ein, die doppeln sich nicht mehr. So, hier haben wir natürlich so Kleinigkeiten, die müssen wir irgendwann mal machen. Da zum Beispiel, dass ich hier schon hängen bleibe, ist nicht so gut. Weißt du? Der da sieht aber aus, als wäre der schneller nachgewachsen, als mir es lieb gewesen wäre. Ich habe noch gar nicht gepennt. Kelvin, guck mal. Ausgerechnet der fast keine Nadel mehr hat hier. Aber ist okay.
Vielleicht hat, aber guck mal, das siehst du doch auch wieder. Das siehst du auch wieder, wie das Spiel auf unserer Seite ist. Ich kann jetzt die Seilbahn auch hier befestigen. Weißt du? Man muss das immer positiv nehmen. Hier bist du auch ein Wunschbaum. Du bist auch ein Wunschbaum. Alles sind Wunschbäume. Wir haben alle Bäume gleich lieb. So, meine Lieben. Flitzen wir runter. Jo, dann gibt es natürlich diese Location mit der Yacht. Die werden wir dann vielleicht morgen besuchen. Die neuen Kameraclips würde ich auch gerne einsammeln. Ein Astronautenkostüm oder irgendwas gibt es. Das möchte ich mir anschauen. Da freue ich mich drauf. So, also bis hierher ist es mit der Strecke für mich okay. Ich hoffe, Kelvin findet den Weg. Ohne Püpsleck lassen. Ihr habt da auf den Kopf geschießen, verstehst? So, hier, das da müssen wir irgendwann mal neu machen. Weil er nämlich da vorne hängen bleibt. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, aber jetzt im Moment stört mich es nicht ganz so. Und wir werden jetzt die Strecke da unten neu anpassen. Weil es ist ja auch irgendwo ein Erlebnispark, unser Waldbauamt. Ja? Du willst ja hier nicht nur Nutznießer sein von irgendwelchen aufgebauten Strecken, sondern du willst ja einfach auch mal in deiner Freizeit zum Strand. Deswegen würde ich sagen, wir machen ab hier, wo unsere aktuelle Bahn endet, einfach nur einen Abschnitt bis zum Strand und da hinten dann schön kerzengerade rüber zum Schildis. Dann hast du mehr oder weniger beides. Und damit es auch funktioniert, würde ich jetzt hier die Lok-Sleds, hätte ich jetzt fast gesagt, aufbauen. Ich will natürlich beides sehen. Einmal hier, weil ich ihn immer schon geliebt habe. Ah. And I always love you. Uhuhuhuhu. Wo ist denn jetzt hier der Print? Hier ist der Print. So, wenn jetzt mein Kelvin schon da wäre, aber da habe ich natürlich jetzt, der braucht eine Weile, der fährt ja nicht mit der Seilbahn, hat er gesagt. Und auch hier fällt uns natürlich ein Thema ein. Guck mal den Lappen an. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Wir bauen den neuen Wagen. Ich freue mich drauf. Jetzt bin ich sehr gespannt, was die können. Habe ich noch eine Axt? Axt habe ich noch. Erstmal. Da war gerade das Essenszeichen, ne? Also kleine Bäume hau da mittlerweile. Das sind Sticks, Digga, aber brauchst du ja eh, hast du gesagt, gell? So, ich würde allerdings sagen, yo, mein Freund der ersten Stunde, ist das nicht toll auch, dass er mit uns beim Absturz, weißt du, und seitdem ist er bei uns. Jetzt sind wir mal gespannt. Als erstes würde ich sagen, baue Konstruktion, ne? So, mein Digga, wir machen das gemeinsam. Bist du dabei? Bist du dabei? So, ich muss kurz gucken, aber Virginia will ich schon auch. Die soll ja heute mit uns ein bisschen am Strand chillen. Ich nehme mal an, die kommt, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ja, ich glaube, ich muss hier wieder unser Dingsle aufbauen. Oh, da habe ich auch was gelesen. Das sollte man vielleicht auch noch probieren. Du kannst jetzt diese Teile irgendwie verbauen an deiner Base. Oh, Kelvin. Gut. Wollen wir das mal kurz angucken? Ich weiß nicht genau, was alles möglich ist, aber eventuell könnte man da einiges zieren. Und so ein bisschen zieht sich das ja auch bei uns durch, ne? Das war ja schon von Anfang an unsers. Ja, genau, nicht weiter weg. Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir was hinkriegen. So, ich glaube, hier zum Beispiel kannst du es reinmachen. Ja, guck mal, hast du gesehen, hinten, er bastelt. Jo, so geht's, einfach mal geschwind. Ja, Kelvin, Digga, musst probieren, es musste probieren. Kann ich da auch mit Space irgendwie noch ein bisschen höher gewinnen? Nee, nicht wirklich, gell. Also das geht schon mal. Aber was mich eigentlich interessiert hat... Okay, ich ziehe es doch ein bisschen raus jetzt. Ist doch ein bisschen Vorfreude. Aber Kelvin kann ja an dem Wagen schon mal basteln, während wir hier rumprobieren. Was ich geil fände, wäre so eine überdachte Geschichte mit diesen Planen. Am Häuschen oben. Dass wir eine Balkonebene vielleicht überdachen. Das heißt, ich muss gucken, ob es an die Schräge dran geht. Ne? Guck mal schön. Also jetzt, ich habe es nicht eilig halt. Ne? Ich habe schon überlegt, ich habe mir natürlich schon bei dem Patch Note so ein bisschen überlegt, was machen wir, wie machen wir es, aber dann habe ich es verworfen. Weil so wie es kommt, kommt es halt, weißt du. Halt, nee. Ist zwar schön, dass du Wasser, Stämme transportieren kannst, aber le kalabale. So, der nächste Test wäre einfach mal hier. Während Kelvin die wichtigen Sachen aufbaut. Digga, du machst so einen super Job. Ja. Und er kann auch die Wegen beladen. Das muss ja absolut göttlich sein. Ich freue mich schon drauf. Kann ich mir jetzt hier auch... Ah, hier kann ich keins ranhängen. Schade, hier geht schon mal keins. Hier oben würde eins gehen. Ja, kann es sein, je weiter ich da so reinhopf... Als hopfe ich hier oben rum.
Okay. Ach so, was vielleicht auch interessant gewesen wäre. Vielleicht erreichen wir einen Effekt, wenn wir richtig abbouncen. Ich dachte, ich kann da vielleicht so eine Schrägplane, so einen Schattenschutz. Aber Achtung, Kelvin ist da hinten. Kelvin, Achtung! Diggerle! Diggerle! Er hat's überlebt. Er hat's überlebt. Wie immer. So, warte mal, dann müssten wir hier kurz mal eins hinsetzen. Jo, die kommen direkt zu mir. Machen wir hier mal eins hin. Wie gesagt, die Stämme brauchen wir ja eh nachher. Das baue ich wieder ab. Dann können wir die im Wagen direkt runterfahren und den Strand, die Dings fertig bauen, ne? So, ich müsste dich wieder wegmachen. Ja, und dich dann hier einmal hinhängen. Das ist schon mal cool. Gab es noch einen Stamm für uns? Oder ja, den da, wenn ich den ganz schnell einsammle? Zum Hochkommen, weißt du? Also. Einmal von hier ist klar, ne? So. Okay, das hatte nicht den Effekt, den ich wollte. Und was ist, wenn ich ohne Bouncen runtergehe? Nee, also das ist nicht so schön, ne? Der hopft viel schöner, wenn er so direkt drauf hopft. Dann wissen wir das schon mal. Dann kann ich das wieder einsammeln. Jetzt geht's los. Jetzt brauchen wir hier oben einmal eine Schräge zum Testen, ob das geht. Nee, nein, nein, nein. Oh, das hat er kaputt gemacht. Das wollte ich doch nicht. Das wollte ich doch nicht. Genau, hier kann ich ja hoch. Beziehungsweise wir machen es uns einfach. Ich mache hier hoch. Dann kann ich die auch gleich abbauen. Ich liebe so Spielereien. Könnte ich ganzen Tag rumprobieren. Das wäre so meins. Kevin, ich weiß halt nicht, ob hier unten jetzt gleich unsere Jungs und Mädels kommen, die uns so lieben über alles. Okay, machen wir den von hier hin. Müssen wir. Guck mal, wie er die Schlitten aufbaut. Das ist so super. Komisch. Also, mein Nameless hat immer die Richtung, in der Kelvin rumläuft. Oh Gott, die Zeit flitzt. Ist egal, dann flitzt er halt, oder? Machen wir halt morgen weiter, wenn es heute nicht reicht. Aber den Wagen werden wir auf jeden Fall sehen. Ich habe ja extra die Schädel abgebaut. So, meine Frage wäre jetzt natürlich, wenn ich hier einen hinlege. Das müsste eigentlich schon gewesen sein. So, ich probiere es, ob ich es schräg hinmachen kann. Jo, das geht. Das werden wir daheim verbauen, Leute. Guck mal den Schatten, ohne. Also, das werden wir daheim verbauen. Das sieht ja genial aus. Frage. Hier, so geht es jetzt nicht einfach. Also er braucht, denke ich, schon eine Unterstützung, einen Rahmen. Er braucht, glaube ich, einen Rahmen, Leute. Ich sehe jedenfalls keine andere Option. Ja, aber das ist ja schon mal geil, dass das geht, ne? Das ist schon mal richtig stark. So, jetzt pass auf, haben wir wieder einen Haufen auf der Liste hier stehen. Ich helfe ihm mal. Ja, wir brauchen nur noch Sticks hier. Ich baue den einen kleinen auf und er den großen. Denke ich mal. Zumindest werde ich den kleinen jetzt erstmal fertig ziehen. Oh ja, komm, lass uns mal den Schläger hier nehmen zum Sticks besorgen. Ich mache ihm hier schon mal ein paar Runden. Obwohl, der sammelt ja immer schon selber, gell? Ich glaube, das Katana ist besser. Der Schläger tut sich schwer. Geht auch, aber das Katana, das fühle ich mehr. So, wir brauchen halt schon einen Haufen, gell? Unten werden ja ganz viele eigentlich gelegen. Oh, der hat's. Ist das cool, dass die Bäume jetzt nachwachsen? Ich bin so ungern in den Indie-Dateien da unterwegs. Dann überschreibst du was. Bei manchen Spielen ist ja dann mit jedem Update das Überschriebene wieder weg und dann bringst du alles durcheinander. Außerdem nimmt es mir das Spielgefühl, wenn ich da zu oft drin rumdokter. So. Was hast du? Ne, es sind ja nur noch 7 Stück. Trink mal, Schlückle. Hier würde ich mir gleich ein bisschen Fisch mitnehmen, vielleicht. Wenn wir schon hier unten sind. Lass mich mal kurz. Alter, ich habe das Fleisch nicht aufgehängt, ne, wie immer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wieder kotzt. Weil das ist eigentlich ein getrocknetes Stück. Nix, alles gut. Schalalalalala. Also, das mit den Bladen gefällt mir sehr gut. Warte, langsam. Da freue ich mich.
Weil das sieht es nämlich, je nachdem, wo wir das anbauen, sieht das teilweise vielleicht richtig cool aus. Und verschönt das Ganze noch ein bisschen. Das ist nicht nur Holz, ne? Huch. Mittlerweile, wenn ich ins Spiel reingehe, muss ich immer erstmal eine Minute warten, gefühlt, dass sich das alles akklimatisiert, was wir da gebaut haben. So. Virginia kommt nicht, ne? Nee, die hätte ich hier vielleicht geschwind. Kevin, nimmst du einen großen? Ich nehme den. Jau, da ist er! And I will always love you. Diggerle, ich habe keinen Schuss mehr, nix, ne? Ich hab wirklich nichts mehr. Der wirkt aber auch irgendwie gefühlt, als ob er jetzt weiß, was er tut. Tja, mein Freund, da wirst du wahrscheinlich gleich kotzen, weil ich werde... ist jetzt Licht weg? Ich werde dich jetzt mit der Granate... Okay, die war vielleicht nicht ganz so geil. Lass mal einen Kelvin in Ruhe, der hilft mir beim Wagen aufbauen. Ich hab natürlich kein Buddy. Buddy. Der war daneben. Ein bisschen näher musste ich schon ranbrauen. Ja, Diggerle. Kann ich dich eigentlich komplett blocken einmal? Okay, er hat mich umgebumst. Nicht ganz so lecker, ich weiß schon. Okay. Oh, da stand gerade ein Wert. Da, wo der Arm ist, an der Minimap, da stand gerade irgendwas von 27. Boah, du hast deinen ersten erledigt mit dem Dings, mit der Axt, Diggerle. Da stand eine 27, glaube ich, gerade. Vielleicht beim Zugewinn. Hast dich erholt schon? Ich habe ihn weggemacht für uns. Waren die Fußspuren auch schon immer da? Ich glaube schon, gell? So, meine Lieben. Das haben wir schon mal jetzt erledigt. Frage ich mich natürlich, wenn ich es jetzt abbaue, ob der Wagen die Stämme auch einfach so... Ob der die auch einfach so einlädt automatisch? Oder ob wir da wie früher... Das ist natürlich bei mir. Ich probiere es mal direkt. So. Jo, alles klar. Alles klar, der schluckt es auch direkt selber. Guck dir es an. Jo. Schön, oder, dass das Wegele zurück ist. Auch wenn man es durch die Seilrutschen eigentlich fast nicht braucht. Ich feiere das. Das macht das Ganze so ein bisschen nostalgisch, finde ich. Bup. Kennt ihr das gesehen? Wie weit bist du? Kommen jetzt gleich die Sachen, die nur ich aufbauen kann? Okay. Ist das genial. Tja, aber ich sehe schon. Halt, der ist noch nicht fertig. Nehm das. Das Coole ist halt auch, dass du sie hinrollen kannst ohne Probleme, ne? Guck, fup. Fup. Okay, jetzt haben wir drin 3, 6, 8 Stück, glaube ich, sind es. Ne? Ich probiere mal, ob es vielleicht doch mehr sind am Ende. Achso, wenn nicht, dann... Rollen die mir jetzt ins Nirvana, ne? Jupp, 8 Stück sind's. So, mal gucken, wie viele Sticks hat er denn eingepackt. Das sieht doch nach 4 Stück aus, ne? Alles klar, mach ich's fertig, die Kiste. Du bist der Allerbeste. Guck mal, was wir für einen coolen Schlitten jetzt haben, Digga. Perfekt. Achso, warte mal, ich wollte noch gucken, ob du das jetzt auch kannst. Hole, Stämme und Schlitten füllen. Jetzt bin ich gespannt. Alles klar. Ja, ja, klar, die Schädellampen sind es, Leute. Deswegen hat der auch einen kleinen Leuchtschimmer dann. Wie gut ist das denn? Aber offensichtlich geht im Moment erstmal nur Stämme, ne? Upsa. Jetzt dachte ich gerade, mein Mädel hopft hier in der Gegend rum. Was ist da los? Das finde ich ja geil, dass du es einfach so hinrollen kannst und die nehmen das auf. Ist das gut? Das ist nicht Virginia, nee. Achso, siehst du, wollte ich längst machen.
Das geht so nicht, wenn du hupst. Ist es. Ja, hat ihn geschluckt. Ist das geil. Was hat sie? Klettermax. Jo, wie schön der den voll macht. Ja, wir haben dich schon gesehen. Wir haben dich schon gesehen. Ich nehme schon mal meinen Bogen, dass ich überhaupt mal irgendwas in der Hand habe. Habe ich auch gelesen. Wenn die jetzt in der Größe. Wenn die in einer größeren Gruppe unterwegs sind, haben die angeblich auch mehr Mut. Wo hast du denn den hier hingeklebt? Ach, der gehört gar nicht dazu. Ich dachte schon. 3, 6, 9, 10, 11, 12 Stück sind's. Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Hast du gut entdeckt? Du wirst immer besser im Entdecken auch. Tja, Leute, jetzt komme ich wahrscheinlich hier mit dem Ding nicht ganz rum heute vor lauter Juhu. Ich will mal kurz gucken, ob ich Virginia vielleicht hierher bekomme. Ja, aber es ist die Frage natürlich mit der Renderdistanz. Wenn ich hier schlafe, wenn ich jetzt hier schlafe, Leute, werden dann die Bäume hier nur oder alle auf der Map, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir zwei Wegen voll Holz, ist das nicht cool? Ich würde nämlich gerne sehen, wie der hier abgeht. Also pass auf, ich habe mich ja entschieden, dass wir die Strecke runterziehen. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie weit kann ich denn runter? Jetzt machen wir es erstmal so. Also. Ja, von hier. Wir gucken mal, wie lange das jetzt hebt. Bis unten an die Spitze. Dann haben wir nämlich schon mal für die Badegäste. Da muss ich eine Markierung machen, aber wahrscheinlich muss ich das etwas höher ziehen. Noch ist das Seil da, okay. So nah wie möglich an den Strand runter. Eine Strecke reicht. Da müssen jetzt nicht noch 10 Stück gebaut werden. So, irgendwann müsste das ja reißen, ne? Und von hier dann darüber und dann noch eins hintere, dann sind wir da, wo ich hin will, dann passt doch das. Sagt er jetzt wirklich, dass ich bis hierher kann? Ja, ne? Ah, ab hier ist es gerissen. Sehr gut. Also nicht gut, dass es gerissen ist, aber dann weiß ich ungefähr, wo ich ansetzen muss. Das heißt, bis hierher kann ich. So, und von hier gehen wir dann darüber. Okay, jetzt hole ich das Holz. Jo, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen, weil dann haben wir eine gute Möglichkeit, das mal abzuschätzen, nachher, wie das mit dem Wagen ist, wenn der leuchtet nachts. Und dann haben wir aber die Strecke heute fertig und morgen geht es dann Topfsuche. Morgen machen wir dann blinde Kuh. Schupp. Ach, die Wegen werden angezeigt. Ich dachte gerade, was sind das für neue Symbole? Ne, du hast keine Dinge mehr. Also jetzt kommt eine etwas stärkere Gruppe und die sollte entsprechend auch mutig genug sein, weil. Vielleicht laufen sie auch durch? Natürlich nicht. Klammer drei Bebos. Drüber. Drüber. Treffer. Wir haben eine Weile nicht mehr mit dem Ding gespielt, gell? Mit dem Bogen merke ich gerade. Ja, da ist ein. Boah, du hast mich erschreckt. Ich wollte ins Knie schießen, dann schieße ich da in der Bimballe. So, jetzt will ich natürlich mal Folgendes checken kurz. Kelvin, du, ist noch alles gut? Die können ja nachträglich hier runterrollern. Ich will ja schon gucken, ob es vielleicht doch geht, ne? Oh, warte, ich ziehe ihn nochmal raus. Das sehen sie, Michel. Kelvin? Kelvin? Ah, der ist schon abgehauen wieder. So, weiter geht's. Virginia Spatzel, wir sind am Strand, du bekommst dazu. Wie finde ich denn da? Kaum knallt's in der Ecke, ist sie natürlich am Strand. Guck mal, die Möwe. Hi.
Ja, sehr schön. Was hast du gesagt? Ja, kein Problem. Kein Problem. Kriegst du einen Badeanzug für eine Runde Nachtschwimmen. Ja, so hat alles angefangen. Der Arm ist für dich, ja, den habe ich für dich. Wo hat denn der sein Geldbeutel bitte einstecken gehabt, der Rode? Leute, wo hat der sein Geldbeutel einstecken gehabt? Ist immer nicht. Ja, alles gut. Okay, es sieht nicht so aus, als ob das schon geht, ne? Aber vielleicht kommt es nochmal zurück. Schön, Leute. Träumchen. So, ich bringe mir mal Holz runter. Oh, guck dir das an. Das ist so schön. Das ist so stylisch, das Gerät. Danke, Endnight. Finde ich total gut. Auf geht's. Wir brezeln runter zum Strand. Und das gleiche Geräusch. Ich lieb's. Ich liebe es. Oh yeah. Hoffentlich ist der Stamm nicht so weit runtergerollt, dass er meinen Markierungsstick weggemacht hat. Oh ja, du siehst es links und rechts ganz leicht. Also es sind keine Scheinwerfer in dem Sinne. Aber guck mal. Du siehst es schon, ne? Wo ist denn mein Markierungsstick? Ich glaube da. Ja, aber hey, du kannst ja styletechnisch einiges machen damit. Guck mal. Statt Lockholder würde ich eher die jetzt bauen, ne? Hast du meinen Wagen gesehen? Mein neuer Wagen, Baby. Muss ich noch höher? Ich kann ja im Prinzip. Weißt du, ich kann ja. Ach, ist das schön. Ist das schön. Jojo, mach ruhig. Heute darfst du ein bisschen mehr. Jo, dann machen wir das halt so. Dann verbinden wir die morgige Folge mit einer. Ah, jo, aber guck mal. So ist ja schon ziemlich cool, ne? Vielleicht, wenn keine Bäume drin sind, vielleicht sieht man es dann besser. Warte mal, ich müsste eigentlich. Ja, den würde ich gerne hier hin machen. Gib mir mal kurz die Lampe. Okay. Den würde ich gerne hier hin machen und. Ja, oder mach doch einfach hier so ein Stabilitätsding draus. Ist doch gar kein Problem. So. So. Den nimmst du weg. Fertig. Also wollte ich ja gucken. Warte mal, ich mache die mal ganz kurz raus. Weil, wenn er beladen ist, verliert sich das Licht ein bisschen, ne? So, ich mache mal die Taschenlampe kurz weg für einen Moment. Ja, okay. Er hat ungefähr die Leuchtkraft der Fackel ab ganz am Anfang. Aber stylisch. Absolut göttlich. Absolut göttlich. Du kannst mir. Haben die dich nochmal vermöbelt? Also die Taschenlampe, ich wollte gerade sagen, wieso habe ich denn da so eine LED an der Seite? Jetzt müssen wir natürlich. Ich würde gerne hochgehen zum Pennen. Ich guck mal, vielleicht kriege ich das kurz aufgespannt, Leute, im Dunkeln. Ich meine, ungefähr bis hierher. Dann kann ich auch entsprechend hüpfen. Schön mit den Schlitten. Vor allem, dass sie noch eine Advance-Version rausbringen, finde ich halt total gut. Das ist so meins. Was? Die Community möchte ihren Schlitten zurück. Die haben doch eine Seilrutsche jetzt. Ah ja, wir lieben die Community. Komm, wir machen den zwei Schlitten. Schwupp, hast du zwei Schlitten? Hier müsste er irgendwo sein. Hier ist der Wagen, den wir gebaut haben. Das Problem ist, ich sehe nicht genau. Doch hier, ne? Hier. Ich glaube, der war's. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Jo, der war's. Also nutzen wir einmal die Strecke. Genau, sehr gut. So, jetzt kommst du vom Waldbauamt mit ein paar Rutschern direkt an den Strand. Hier kannst du schön chillen. Hier kannst du angeln, Möwen jagen, was dein Herz begehrt. Unsere nächste Aktion, wenn wir hier dann am Arbeiten sind, wäre dann einfach kerzengerade rüber zum Schildkrötenstand. Das wäre dann, ja, ich würde sagen, die Arbeitsstrecke. Würde ich sagen, das wäre die Arbeitsstrecke. So, also das Problem ist, oh, Vollmond. Jetzt fahren wir zwar heim, aber wir werden halt nicht viel sehen, ne? Kelvin weiß auch noch nicht so sicher. Bleibe ich hier, gehe ich mit. Ich will jetzt sehen noch, ob die Bäume nachwachsen. Und morgen machen wir dann einen Ausflug. Ja, wenn er die Taschenlampe ausrüstet, das bringt ihm halt nicht viel, ne? Wenn er sich da heben muss. Und das hier, das leuchtet uns leider auch nicht.
Und hier haben wir nur eine Kleinigkeit, die war mehr oder weniger. Jo, weißt du was? Mach jetzt keine Blende. Würde sich zwar anbieten, aber hey, wann sind wir mal bitte nachts mit der Seilrutsche heimgefahren? Immer im Vollmond im Blick. Das haben wir auch nicht oft. Ich sehe schon meinen Wasserfall. Den könnte man übrigens auch noch schön ausleuchten. Da war gerade ein Fischer am Eck da. Oh. Mein Problemchen gerade. Von hier aus weiß ich nicht mehr ganz genau, wo meine Rutsche war. Hä? Virginia hat auf jeden Fall schon Spaß gefunden. Ey Leute, wo waren die Seilrutsche von hier heim? Da seht ihr, ich sehe sie, ich sehe sie. Hier ist sie. Nachts. Da müssen wir normalerweise an die, die dann tatsächlich am Ende bleiben, die Pfosten, da müssen wir normalerweise auch noch eine Fackel hinhängen, ne? Damit man das auch nachts sieht. Aber bietet sich ja an, dass man dann ein bisschen länger am Strand bleibt, wenn man so schnell nach Hause kommt. Gut. Und natürlich die Unterbodenbeleuchtung von unserer Brücke, die muss. Oh. Scheiße. Oh, er hat sich noch gefangen, Alter. Weißt du, wenn ich durch das. Das würde ich sogar fast gleich. Haben wir noch ein paar Fackelmaterialien da? Das würde mich halt schon interessieren. Der muss noch ein bisschen weiter reingesetzt werden. Achso, ich habe ja noch gar keine Dächer gebaut, dass ich das jetzt hier fertig machen könnte. Nee. Weißt du, dass wir hier beim Durchfahren wirklich solche Lichteffekte haben, wie wenn du schnell durch einen Tunnel bretterst. Aber da könnte man es eventuell kurz antesten. Warte mal, geschwind. Habe ich noch Sticks? Ah, nur noch zwei. Was weiß denn ich? Machen wir mal kurz den hier. Oh, das macht mich so glücklich, die Kleinigkeiten. Ich liebe das. Wir brauchen die Fackel. Ich setze mich demnächst mal mit den Symbolen da auseinander. Jo. Und hier noch eine. Den Rest machen wir dann irgendwann. Ja, ungefähr. Ich will nur mal kurz gucken, ob es den Effekt dann auch hätte. Fum, fum, fum. Ja, das kriegen wir hin. Also laut wieder eine Kleinigkeit, die wir uns vielleicht irgendwann mal gönnen. Oh, warte mal, Nameless, spring mal ab. Ich hab doch, das habe ich nämlich jetzt schon in den Kommis gelesen, dass ich zum Beispiel an dem Zaun untenrum auch die Steine zur. Wie sieht denn das aus? Ich meine, das wäre eine Fleißaufgabe. Dann ist er ein bisschen stabiler, habt ihr gesagt, gell? Ich habe es aus optischen Gründen nicht mal in Erwägung gezogen, aber es stimmt schon. Stabilität wäre ja hier fast wichtiger als alles andere. Ja, da kann man vielleicht mal irgendwann, wenn sie den Schlitten dann erweitert haben. Also man könnte das machen. Der Zaun kriegt natürlich ein bisschen mehr Struktur dadurch. Und wenn er nicht alle 2 Minuten umfliegt, ist es bestimmt auch nicht verkehrt. Wo ist denn jetzt die Seil? Hier. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob schon ein, zwei Bäume nachgewachsen sind. Hi, Spatzel. Wie sind die jetzt so schnell da hochgekommen? Manchmal überrascht sie mich. Achtung, dieser Effekt, wenn du in den Leuchtbereich von unserer Base fährst. Achtung. Didididididi. Als ob einer gesagt hätte, schnell, der Chef, komm, mach's Licht ab. So, meine Lieben, markiert haben wir draußen. Wir pennen kurz. Oh. Hä? Ging langsamer gerade. Das mache ich in letzter Zeit immer, wenn ich gerade dran denke. Hebe ich die Sachen einmal auf, lasse wieder fallen. Welcome back. Stick me back. Ja, sieht schon viel voller aus als vorher, ne? Nicht. Obwohl doch da hinten, als ich die Baumarkierer gesetzt habe, nach da hinten geschaut habe, die 3 Bäume, 4 vor uns, die sind auf jeden Fall nachgespawnt, glaube ich. Die hier noch nicht. Kann aber auch sein. Hier, unser erster Regrower. Willkommen zurück, mein Freund. Willkommen zurück. Hier hat sich noch nichts getan. Ja, das wird, Leute, das wird sich einwachsen. Da freue ich mich voll. Ist auch schön, ne, dass mal das Wort einwachsen, dass sich mal irgendwie gut und positiv für irgendwas anhört. Sehr, sehr geil. Hier, die bauen wir natürlich dann irgendwann fertig, sobald ich noch kurz Mama noch geschwind. Ist mir gerade dran. Unten war nichts mehr, ne. Du musst tatsächlich jetzt erstmal Kelvin fragen, ob er dir ein paar Fische besorgt. Das ist nicht Kelvin, ne. Keulo.
Ja, das Problem mit dir ist ja, dass ich dich eigentlich mag. Eigentlich mag ich dich ja, ne? Du warst der Mann der Stunde. So, komm mal zur Gletscherfalle bitte vor. Oh, der liegt ja immer noch. Haben sie dich geschwächt? Nee, oder? Der Koloss ist so nett. Warte, ich zieh ihn wieder raus. Warte. Scheiße, es war klar, dass ich eine abkriege. Koilo, Digga, Digga, ich. Koilo! Oh, wir sind keine Freunde mehr, nie wieder. Alter, es war ein Dreifach-Move. Es war eine Combo. Und auf mein Schädellamp. Alter, ist das ein Lappen, der Koilo, oder? Guck mal den an. Au, hat er mir geschwind eine geballert. Hat er mir geschwind eine geballert, Leute. Und der ist dagegen geschlagen, hier irgendwo, gell? Gehen wir ein paar auf die Nüsse, mein Lieber. Oder auf die Nuss. Oder? Nuss, Nüsse. Das ist der Nuss-Nüsse-Song. Nuss, Nuss, Nüsse, Nüsse, Nuss, Nuss. Kelvin denkt sich auch, wer von uns hat jetzt mehr davon getragen beim Absturz? Er oder ich? Sehr, sehr geil. Aber wieso kam er wieder allein, ne? Habt ihr den Dreier-Move gesehen? Also entweder war ich jetzt wirklich sehr ungünstig gestanden, oder er hat es einfach besser drauf als vorher. Ich weiß es nicht genau. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich würde sagen, wir rutschen rüber in die nächste Folge. Es macht gerade wieder sehr viel Laune, das alles zu beobachten. Und mal gucken, mit was wir morgen beginnen. Aber ich nehme an, dass wir mit dem Kleider vielleicht runtersegeln. Hast du die jetzt ausgelöst? Hast du jetzt meine Falle ausgelöst? Hat die Spinne jetzt die Falle aus? Wie kriege ich das jetzt kurz raus? Da war wieder mein Vogel. Mama, ich gehe mal in die Richtung. Da war keine drunter. Das war doch jetzt die kleine Spinne ist durch und da ist die Falle hochgeknallt. Ich bin mir nicht sicher. So, Leute. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Bis morgen.